mir macht mein Job so komisch, das klingt Spaß. Na ja, gut, die Lust, die Straße zu kehren, vielleicht eher weniger, aber so diese Beschäftigung, diese gewohnte Beschäftigung an der frischen Luft, produktiv zu sein. Ich möchte im gleichen Atemzug auch sagen, auch wir sind im Winter draußen bei etlichen Minusgraden, stundenlang, also nicht nur kurz auf dem Weg zur Arbeit, wo wir dann im Warmen sind, sondern wir frieren wirklich dann auch einfach mal 4 Stunden am Stück draußen. Ist nicht angenehm, aber man hat natürlich eine Menge Zeit zum Nachdenken. Ich bin jetzt seit 20 Jahren hier und höre mir eigentlich mindestens einmal im Monat an, dass schon wochenlang nicht mehr gereinigt wurde. Es schaukelt sich dann hoch, bis die Leute mir sagen, hier wurde schon seit 3 Monaten nicht mehr gereinigt. Und das finde ich schon heftig. Ja, man ist auf der einen Seite enttäuscht, sauer, ne, weil man dann letztendlich doch Leistung gebracht hat und eigentlich seit 20 Jahren immer das Gleiche hört. Man ist der Meinung, dass nach Jahren dann, dass es eigentlich nicht mehr berührt wird, aber dem ist ja nicht. Aber wenn natürlich eine ältere Oma kommt und die sich dafür bedankt, dass man die Hundekacke jetzt meinetwegen wegnimmt, obwohl sie weiß, dass das der Hundebesitzer machen müsste, so ist es einfach was Schönes, dass man das merkt. Ne. Ich finde, das ist viel wert. Wenn wir das nicht machen würden, dann stellt sich die Frage, wer würde es sonst machen? Ich habe Restaurantfach gelernt, bin dann Jungvater geworden, also schon in der Lehrzeit und dachte, ich brauche was Sicheres. Das war die Gastronomie oder ist die Gastronomie nicht. Ich habe mich dann irgendwann beworben, weil eine Bekannte sagte, Mensch, versuch's mal bei der BSR. Das hat geklappt. Der Ursprung meiner Familie ist italienisch. Das ist ein altitalienischer Name. Wenn Sie irgendwann mal in die Bibel schauen, dann werden Sie sehen, dass ein böser Legionär dem Jesus mit einer Lanze in die Flanke stoch und der hieß Longinus. Soll angeblich ein Vorfahre von uns sein. Ja, die Arbeiten, die mache ich gerne. Ich hoffe dementsprechend auch gut und bin zufrieden mit dem, was ich habe.